Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute mal wieder mit dem Doktor. Und zwar mit den Perks: brutale Stärke, aufgezehrte Hoffnung, niemand entrinnt dem Tod und Ruf einer Krankenschwester. Und ich habe seine zwei roten Add-ons dabei, die einfach so viel Text haben, dass ich mir überhaupt nicht merken kann, was sie alles können. Ich habe es nur gelesen, habe gesehen, okay, die sind gut, also nehme ich sie mal mit. So, und den Doktor spiele ich hauptsächlich, weil ich Survivor schreien lassen muss. Und mit wem geht es besser, oh Gott, als mit dem Doktor? So, wo rennst du hin, Dwight? Ist es überhaupt Dwight? Ich glaube, es ist Dwight, ja. Das scheint mir auch ganz gut zu sein. Ich glaube auch, dass es eine SWF-Gruppe ist. Es sah zumindest mal so aus. Was den Schwierigkeitsgrad noch mal ein kleines bisschen erhöht. So. What? So, da habe ich doch den ersten. So, die Palette kann weg und der erste Generator wurde gemacht. So, du kommst an diesen Haken hier. Das ist doch schön, dass er direkt da ist. Und dann machen wir mal den Superschock. Und der Generator ist auch schon fertig. Hallo, Quentin. Da ist er runtergesprungen. Da hinten links war auch noch jemand. So, Quentin, Nummer 1. Da kann er die Palette nicht umwerfen. Und dadurch habe ich ihn jetzt. Und immer schön schreien, meine Freunde. So, aufhängen und weitersuchen. Da hinten sind Rennspuren. Da wird geheilt. Aber ich werde nicht auf Dwight gehen, sondern auf Jane. Ich will den Dwight nicht tunneln. Schade. Ich habe gar nicht gewusst, dass da ein Fenster ist. Okay, die scheint nicht da reinzugehen. Und rennt lieber da hinten lang. Dann gehen wir doch mal. Ach nö, es ist Dwight. Sorry, Junge. Verdammt. Wieso ist der gebrochen? Hat er sich selber gerettet? Nein, ich glaube, das liegt an meinem Addon. Meine Addons verteilen zufällig irgendwelche Statuseffekte. Ich weiß zwar nicht mehr welche. Weit. Geh doch mal ein bisschen weiter weg. Na gut, aber solange ich nicht tot tunnel, sondern jetzt nur das zweite Mal erwische. Wenn ich ihn überhaupt erwische. Ja. Sorry, tut mir wirklich leid, Junge. So, sollte das jetzt nochmal so ablaufen, lasse ich schon laufen. Auch wenn die schon drei Generatoren gemacht haben, ich eigentlich ein bisschen Druck machen müsste. So, benutze nochmal den Superschock. Niemanden gesehen. Da werde ich mal dran treten. Ah, die haben sich geheilt. So, komm mal her, Fräulein. Hier werde ich aber erstmal dran treten. Dann. Die rennt weiter. Und damit liegt sie. Da schreien noch mehr. Die schreien alle darum. So. Ab an den Haken mit dir. Da wird schon wieder geschrien. Ist schon wieder Dwight. Quentin.
vierter Generator gemacht. Und damit kann er nicht durch das Fenster. Und damit hängt er auch. Das wird alles gar nicht so leicht jetzt. Ich kann hoffen, dass aufgezählte Hoffnung jetzt noch triggert. So, und ab jetzt finde ich, kann ich auch Dwight wieder jagen. Der hat seine Pause gehabt. So, heilen die sich irgendwo? Oh, 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 oh. Rantreten. Ganz, ganz wichtig. Verdammter Mist. Hab dich. So, und wenn die jetzt abhängen, ist aufgezählte Hoffnung aktiv. Vielleicht kann ich da jetzt tatsächlich noch was rumreißen. Der Generator noch zurück? Ja. Wichtig. Na, wer auch immer die jetzt retten wird, wird den Generator erstmal antappen. Da sind doch zwei andere. Benton, das habe ich gesehen. Und der liegt, Gott sei Dank. So, die netten Zeiten sind jetzt leider rum. Die brauchen nur noch einen Gen und natürlich hat er den Strike. Das ist doof. So, die Palette kommt mal weg. Ach, verdammt, ich wollte gerade sagen, ich muss mal an den Gen hier gehen. Da läuft. Feng. Und Dwight will den Ausgang aufmachen. Nein, mein Freund. Der ist jetzt tot. Es gibt mir ein bisschen Zeit. Oh, hier ist auch die Luke. Wenn es tatsächlich eine SWF-Gruppe ist, werden die das jetzt alle wissen. So, in der Nähe ist hier keiner mehr. Deswegen schnell zum anderen Ausgang. Ja, die sind auch schon da. Der wird auch gleich offen sein. Okay, erstes Totem ist weg. Aber, okay, aufgezählte Hoffnung ist weg. Aber Note habe ich noch. Oh mein Gott. So, die dürfte jetzt auch tot sein. Dann habe ich noch zwei erwischt. Ja, jetzt gehe ich wieder zum anderen Ausgang. Gucke, ob die hier irgendwas anstellen. Da ist Jane. So, Jane sieht jetzt mein Nö-Totem. Du kannst nicht über die Palette. Uiuiuiui. Die hängt aber das erste Mal jetzt. Das heißt, wer auch immer da jetzt noch übrig ist. Wer ist denn das? Theoretisch Quentin. Er macht den Ausgang auf. Und zwar den anderen. Und er geht auch raus. Der hat keinen Bock mehr auf Nöd. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es ein GG gibt oder ein Anti-Nöd-Geflame. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, auf jeden Fall hat mir Nöd wieder den Arsch gerettet, muss ich sagen. Die waren deutlich, na, besser, weiß ich nicht. Ich war nicht so gut. Der Doktor ist halt immer noch nicht mein Favoritenkiller. Aber ja gut, es hat funktioniert. Moment. Okay, die Survivor haben auch 20 Mal geschrieben. Ja, okay, das war mir klar. Das sind alles Deutsche. Ja, sagt mir mal eure Meinung zu Nöd und, aufgezehrte Hoffnung. Ja, okay, wenn ich mir die Ränge angucke, ist es meiner Meinung absolut gerechtfertigt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, wenn es so ist. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein.